Servus, mein Freund Bonesy und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Risen 3. In der letzten Folge hat man ja hier auch noch so ein Vieh getötet, noch so ein Seelenfresser. Es war leider aber auch nicht der letzte, wir müssen noch viele hier töten und da wartet schon ein Ghoul auf uns, der ein bisschen auf die Fresse will. Au, au, au. Ey, der haut mich mal wieder aus den Socken. Du sagst es. Noch habe ich genug Proviant. Ich frage mich nur, wie lange noch. Ja, ja. Wie ich ihn nicht treffe. Boom, boom, boom. Schön. Freue mich immer so. Noch ein paar Krallen und Monster, meins. Krallen und Monster, meins. Alter. Was ich manchmal rede, wundere ich mich selbst drüber. Da kann man ja zurück. Oh. Tja, jetzt sind der Zwickmühle. Bones, du bist echt zu langsam im Angriff. Da musst du noch dran üben. Bis der mal zuschlägt, da habe ich schon dreimal zugeschlagen. Wenn nicht mehr. Da ist noch eine Muschel. Stimmt, ja, da kommen wir wieder dahin, wo wir die schöne Fußkette gefunden haben. Lalala, was ist das? Oh mein Gott. Oh, ich bin tot. Ne, doch nicht. Absicht. Ja, es war auch schlecht. Geschauspielert. Ne, war ja Absicht. Ihr sollt ja merken, dass ich dumm mache. Hier ist ein Bretter. War ich da hinten schon mal? Ich guck mal mich hier hinten mal um. Da ist noch ein Dings. Da ist auf jeden Fall noch Gold. Naja, lohnt aber kaum aufzuheben. Ein Gold. Das ist ja nicht die Rede wert. Ist es wirklich nicht. Noch mehr Gold. Bam, 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 bam. Wow. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Lass ich mal auf der Karte nochmal gucken. Achso, da kann man da zurück. Müsste ich eigentlich auch mal lang gehen, bevor ich weitergehe. Ich will ja alles mal abgelaufen haben. Bevor ich irgendwo Gegner übersehe oder sonst irgendwas. Gegenstand. Wow. Entschuldigung. Ein kleiner Rüpser. Das sieht komisch aus. Naja. Ist hier noch was? Nö. Pff, ist ja echt nichts mehr. Naja, das kann man nicht vorher wissen. Oh, warte. War ich da oben schon? Bin ich da hochgelaufen? Was bringt das? Hä? Jetzt zieh dich hoch. Ist das blöd? Der ist, ah! Ja, war da Gold? Nö. Hab ich mir nur eingebildet. Ja, was bringt das? Ist hier irgendwas noch? Hallo? Ich suche hier gerne ab. Ich will ja nichts übersehen. Hier bin ich dann oben drauf. Super. Bringt das irgendwas? Oh, schöner Halbmond. Der Bones springt mal hier schön rum. Hui. Ich habe gar nicht gewusst, dass er springen kann. Sonst geht er gerne außen rum, wenn ich irgendwo runterspringe. Das ist ja echt absolut nichts. Okay, ich einfach hier runter. Autsch, ein bisschen hat es mir doch abgezogen. Bones ist jetzt erstmal weg. Ja, da ist er dann mir doch nicht mehr gefolgt. Ne, der bleibt da oben stehen. Hallo? Bones, kommst du da runter? Ich vergesse immer, dass man hier ja sprinten kann. Besonders halt, wenn ich Gothic 2 erst gespielt habe, da bin ich das ja nicht gewöhnt. Das kommt dann natürlich dann nicht mehr runter, oder was? Dämlicher Bones. Upa. Ja, und ich komme sonst nicht andersrum da. Bones, kommst du jetzt? Ach komm, da verrotte doch. Ich brauche dich nicht. Autsch. Oder ich komme von der anderen Seite entgegen, keine Ahnung, ob er jetzt... Da kommt er doch. Ha! Habe ich dich geschaut. Kann man hier rüberspringen? Geronimo! Wow, hat nicht geklappt. Schön. Und er rennt mal gegen die Wand,
den Dings. Egal. Hey, ich will auch. Das klappt auch nicht immer so, wie ich will. Heute ist wohl ein bisschen Rumspringtag. Muss auch immer sein. Bisschen außerhalb der Wege rumgucken, rumlaufen. Verschlossen. Super. Ich muss verdammt nochmal das lernen mal endlich. Wow, was war das denn? Wow. Hä? Was war das denn jetzt zum Teufel? Warum zum Teufel bin ich jetzt hier unten gelandet? Wo ist jetzt aber auch mein Points, mein Freund? Ah, da. Könnt's mich malen. Ich habe einige Energie verloren. Heimisch! Ja, dann halt nicht. Was ist das hier eigentlich? Das ist sau leuchtend hier. Aber reinkommt man wahrscheinlich nicht. Da ist vielleicht der Seelenfresser entstiegen. Ist vielleicht auch ein Portal. Wer weiß. So, Gonzales, ich habe gute Neuigkeiten, wenn du die hören willst. Entspann dich, der Winter ist hinüber, genau. Entspann dich, der Seelenfresser ist hinüber. Na, hoffentlich war's der Letzte. Nein. Ohne dickere Kanonen sehe ich schwarz für uns. Aber bevor ich dich zuquatsche, nimm dieses Gold. Ehrliche Arbeit verdient einen ehrlichen Lohn. Sehr freundlich von dir. Oh. Damit abgebrochen? Okay. Pff, scheiß drauf. Sagt der, hat denn noch was zu sagen? Das Biest, das deine Kameraden auf dem Gewissen hat, ist tot. Na und wenn schon. Das kommt bestimmt wieder. Wir sind also nach wie vor am Arsch. Glaub mir, das Vieh kommt ganz sicher nicht wieder. Du bist mir vielleicht eine Pfeife. Mach das. Glaub mir, das Vieh kommt ganz sicher nicht wieder. Ich kenne dich doch kaum. Warum sollte ich dir also glauben? Weil ich im Gegensatz zu dir gründlich arbeite. Na schön, ist ja schon gut. Vielleicht geht's ja nun doch bergauf. Hier, das ist alles, was ich gespart habe. Mit der Nachricht hast du es dir verdient. Dankeschön. Und ich habe plus 2 Seele gekriegt. Freundlich bin ich jetzt. Schön. Und ich brauche jetzt Nahkampf. Ohaha, schön. Und da kann ich jetzt hacken. Das habe ich ganz übersehen beim letzten Mal. Oh, hoppa. Und zack. Uiaia. Warum mache ich die Geräusche jetzt noch? Der Stein, er ist verblasst. Das bisschen Erz ist weg. Okay. Alles klar, gut. Nebelinsel in die Irre geführt. Was war das denn? Was ist das denn? Hä, da war ich noch gar nicht. Balthasar. Okay, was ist das denn? Da unten ist noch ein Vieh. Da oben. Noch 3 Stück, ja. Die verstreuten Soldaten. Da ist einer natürlich. Oh, fast überall da, wo die Seelenfresser auch sind. Na, wunderbar. Klasse, dann darf ich jedem noch aus der Patsche helfen, ne? Oh, das sind vielleicht schon tot. Na, ich gehe mal hier unten weiter. Zu dem nächsten da. Ist hier unten noch was? Ah, da hinten ist, glaube ich, noch eine was zum Hacken. Gold oder so. Tatsächlich, Goldader. Schön. Meins. Gib schon her. Nein. Ja. Was ist das denn hier eigentlich? Wo fließt denn das hin? Irgendwo unterirdisch weiter? Man erkennt nur nichts. Das ist einfach hier ein Wasserfall und ja, geht nirgendwo weiter, so wirklich. Ja, muss ja irgendwo unterirdisch. Weil man es sich ein bisschen logisch erklären will. Andererseits ist es ja einfach ein Denkfehler. Warum zieht er sich da nicht hoch? Ach hier. Er will wohl nicht überall. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ah, Geisterblume. Die Geister kommen gleich. Ah, ein Dunkeldürrer. Boom, boom, boom. Zack, zack, zack. Und tot ist er. Schön. Was haben wir da? Ja, da haben wir eine Fussel. Die Karte kann ich nicht mitnehmen. Nein. Die Truhe kann ich aber öffnen. Ja.
Goldzähne. Schön, danke. Dunkelkralle. Dunkelkralle, ja. Klar. Das klingt logisch. Zack. 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 Nein, hat er mich doch jetzt einmal. Autsch. Und zweimal. Ja. Hab perfekt geschossen mit meiner Armbrust. Kralle meins. Okay. Hm? Kann man da irgendwo hochklettern? Da bin ich mindestens nur ein. Jetzt werde ich müde. Ja. So, immer zu quatschen fortwährend, das macht müde. Deswegen muss ich immer gehen. Oh, schön, noch eine blöde Echse. Eine Wasserechse, die uns ans Leder will. Ich schaffe die Viecher. Hä? Was ist das denn? Alter, Aufgang mitten im Fluss. Eine Treppe. Hm. Schön. Hä? Geht hier oben rum? Oh. Oh, damn. Wow, wow, wow. Mach mal halblang. Autsch, autsch. Autsch. Hey. Deswegen hatte ich die Drecksviecher. Alter. Alter. Ja, darf ich auch nochmal. Boah, wie die mir auf den Sack gehen hier. Die dummen Viecher. Oh, stirb doch endlich. Mein Gott, war mich scheiße. Boah, ey, sind die nervig. Super nervig, Januel. Fällt mir da ein. Oh, da hinten ist ein Feuer. Ein verstecktes Tal. Genauso versteckt wie mein Knochenbeutel. Knochenbeutel? Jeder Arzt hat einen Knochenbeutel. Der gehört zur Grundausstattung. Verstehe. Ah ja, hat jeder Arzt das. Wenn du meinst. Schön, schön. Ein Bett, noch eine Geisterblume. Was haben wir da? Eine Stachelkeule. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Stachelkeule, könnte ich mal gerade gucken. Was bringt die denn? 20 plus 60 Schaden. Bleib ich lieber bei meiner blanken Prescher. Gefällt mir im Moment am besten. Ah, Wasserechse. Da unten. Hä? Was war denn das noch? Irgendwas war doch noch. Nee, Bett wahrscheinlich. Nee, da. Da ist doch noch was. Ah, da ist noch ein Eisenerz. Aber hier, das sieht aus wie ein alter, zugewachsener Prescher. Da irgendwie mit Wasser angetrieben. Interessant. Lustig. Und hier irgendwie Palisaden, alles sehr kaputt. Ah, das haben doch nicht die Dings hier errichtet. Die Inquisition kann ich mir nicht vorstellen. Da muss ja eigentlich aber auch heißen, dass hier vorher schon welche gewesen sind, oder? Da ziehe ich da falsche Schlüsse jetzt raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Inquisition das hier schon alles aufgebaut hat. Au. Besonders, weil sie schon zugewachsen sind. Keine Ahnung. So aussieht, als würde es schon ewig hier sein. Schön. Erledigt, ja. Da drüben sind Scavenger. Die nehme ich mir doch mal vor. Boom. Oh, nö. Noch eine Wasserechse. Bones. Zwei Wasserechsen. Ich hasse die Viecher. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Bei denen darfst du nicht zurückweichen. Ganz schnell. Ganz viele Schläge machen. Leute, die Scavenger. Die greifen mich gar nicht an. Die sind irgendwie eingefroren. Hm? Der hat nix. Den hatte ich schon. Ach Gott, wie viele Scavenger sind hier? Tja, da bleibt er einfach stehen. Oh, da hinten ist ja noch einer von der Inquisition wohl. Au.
Au, au, au. Bam. 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 So, der ist schon mal weg. Und du kommst auch. Schön, meins. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Oh, noch eine Wasserechse. Ist toll. Und tschüss. Das ging schnell? Ja, diesmal ging schnell. Du hast recht. Hier gibt es aber einiges noch zum Aufsammeln. Ich werde hier gar nicht fertig. Meins. Ah, den habe ich auch noch nicht genommen. Ja, was war da noch? Noch eine Muschel. Noch ein Pilz. Noch eine Muschel. Noch eine Feuerblume. Ach Gott. Was hier alles wächst und rumliegt. Ah, Wasserechse. Goldklee wollte ich schon noch nehmen. Genau. Danke. So, bevor ich zur Inquisition gehe, töte ich erstmal noch weitere Monster. Das nehmen wir, machen wir zuerst. Zack. 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 Boom. Das ist ja noch ein... Ah, das scheint noch im Betrieb zu sein. Zumindest dreht sich das Wasserrad noch. Oh. Der Stampfer geht auch noch. Nur, dass er nicht mehr richtig benutzt wird. Ja, Papageienflug, war ja klar. Oh, was, nur 5 Hühnerbolt? Bin ich echt? Ach, unverschlossene Truhe. Super, ah, Wasser. Was? Sehr praktisch. Oh, oh. Da ist ein Kodam, der hat mich zum Glück noch nicht angegriffen. Sumpfkolem. Das ist doch kein Sumpf. Naja, hier ist viel Wasser, aber Sumpf. Wow, ich hau ab. Wow, weg. Gut, dass der immer ankündigt, dass er angreift. Hä? Was war das denn? Wow. Boah, das war knapp wieder. Letzter Moment immer hier. Ah. Autsch, jetzt hat er mich doch zum Schluss noch einmal erwischt. Ja, da hast recht. Das ist seine Schwäche. Dass er so langsam ist. So, ich muss doch nochmal trinken. Ich habe ein bisschen Leben verloren. Das geht ja nicht. Ah, cool. Die Mechanik hier wirklich funktioniert. Irgendwie fasziniert mich das. Ich weiß nicht. So oft sieht man da irgendwie, finde ich, im Videospiel nicht sowas, dass das rein physiologisch wirklich funktioniert. Zumindest kann man das oft nicht nachvollziehen, ob das in echt auch funktionieren würde. Keine Ahnung. Irgendwie schickt mich das, dass das Wasserrad an der Mechanik da richtig ausgeklügelt ist. So wie es in echt auch funktionieren könnte. Warte. Oben dreht sich das. Das Wasserrad. Ich will das jetzt nachvollziehen. Dann. Ja, stimmt. Oben ist das ja verbunden mit dem oben Wasserrad. Dann bewegt sich hier das untere. Und, wird angetrieben und hier ist eine Aussparung, wo es dann runterfällt. Da rein. Tatsächlich, wirklich durchgeklügelt. Cool. Bup. Da wird es langsam hochgezogen, weil es da größer wird. Dann wieder runter. Cool. Oh, das sind noch mehr Gegner. Noch mehr Scavenger. Die meine Klingel zu... Oh. Oder auch ich erst. Au. Au. Ist ja jetzt gut. Ihr habt mir genug beigebracht. Au. Wie, die Zeit ist schon rum. Was? Ja, ist ja gut. Au, au, au. Au. Stirb doch endlich, du blödes Missy. Manche sind ganz schön nervig und andere kriege ich dann noch 0,0 niedergestreckt. So, nochmal trinken. Okay, dann müssen wir das verschieben mit dem Typi quatschen auf die nächste Folge. Und hier die Ratte, die nervt mich. Die ist mir hier immer im Weg. Kann man die eigentlich ausnehmen? Nö. Rattenfleisch will ich auch nicht wirklich essen. Was soll die sonst haben außer Fleisch? Die hat ja nichts an sich. Okay, Freunde. Dann mache ich erstmal Schluss hier für heute. Und im nächsten Part, da schauen wir uns hier weiter rum auf der Nebelinsel und reden auch mit dem Typ am Lagerfeuer. Wenn ich nicht schon wieder irgendwelche Gegner mir in die Quere kommen vorher. Okay, also, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.